So, der Gitten, ein 2:1, ein Zehenkampf, wirklich ein Spiel, wo man hart hat müssen, darum kämpfen, aber ein Sieg und die drei Punkte, das ist das, was zählt, oder? Genau, das zählt. Wir haben gewusst, wir können einfach ein Match gegen St. Gallen. Es ist klasse Presse hoch, sie sind immer mit 100% auf dem Platz. Aber ja, es sind genau die Matches, die du gewinnen musst, wo du dann eben am Schluss das Goal musst machen. Und das haben wir jetzt heute erneut gemacht nach Luzern. Und ja, das zeigt, wie stark wir als Mannschaft sind, wie wir zusammenheben. Und ja. Wie viel Freude macht hier ein Teil von der Mannschaft dafür sein? Hat Capriola, der noch gemacht werden, genau, der Teamkollege. Castriola, da sieht man, wie gut die Stimmung in der Mannschaft Stimmung ist. Stimmung ist auf jeden Fall gut. Aber man hat es wirklich sehr zwingen. Ein Eigengoal schlussendlich, das hat entschieden von St. Gallen. Wie zwingt man das? Wie macht man das? Das passiert der Pass, also der Pass. Das meiste hast du auch gemacht, die Vorlage. Ja, ich glaube, die Viertelstunde ist bekannt. Wir wissen, dass wir am Schluss treffen können. Ich glaube, das hat IB in den letzten Jahren auch ausgezeichnet. Das ist die Qualität, die wir hier haben in der Mannschaft. Und ja, wir glauben bis am Schluss daran, dass wir das Goal schiessen können. Ich habe keine Sekunde auf dem Platz nicht gedacht, dass wir den Match nicht gewinnen. Mhm. Von daher, ich glaube, das sind die Qualitäten, die wir haben. Und genau so erzwingst du dann eben das Glück, dass dann vielleicht auch mal ein eigenes Goal oder eben so ein Goal reingeht, ja, wo am Schluss dann Gold wert ist. Ja. Für dich immer noch etwas Spezielles gegen St. Gallen zu spielen, gegen ehemalige Teamkollegen? Ja, definitiv. Ich kenne noch sehr viel von der Mannschaft, der Trainer, das ganze Team. Ja, immer dankbar für die Zeit dort. Aber ja, freue mich jetzt hier, bei IB zu sein. Ein wichtiger Sieg. Wir können die Tabellenspitze festigen. Nächste Woche geht es dann weiter in Zürich. Was sind so die nächsten Schritte, die uns bevorstehen? Ja, ich glaube, wieder die ganze Woche hart arbeiten. Wir wissen eben, jeder Match braucht es 100%. Wir müssen voll da sein, um eben die Match so gewinnen zu können. Und ja, für das hart arbeiten die ganze Woche, dass wir ready sind. Also, gratuliere zu diesen drei Punkten. Super, merci. Danke.